Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Wolf mit einem weiteren Hearthstone-Highlight. Ich weiß, normalerweise sollte ich eine eigene Rubrik mittlerweile dafür haben. So wie für dieses Wunderding. So habe ich auch irgendwie was für mein Calling. Ich weiß, ihr liebt es genauso wie ich, wenn ich mal wieder die Callings raushaut, die absolut jenseits von Gut und Böse sind. Ich arbeite zumindest bis Ende des Jahres, denke ich mal, fest daran, ein Best-of-Calling für euch zusammenzuschneiden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die heutigen Plays, ja, Betonung auf Mehrzahl, wahrscheinlich auch ihren Weg in dieses Best-of-Video finden werden. Denn heute habe ich mal wieder das absolute Monster des Callings rausgelassen. Und da es einfach so cool war und es ist wert, es zu sehen, dachte ich mir, mache ich natürlich heute ein Highlight darüber. Irgendwann mache ich vielleicht eine richtige Rubrik dazu. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Calling Monster. Tranda versus Malfurion. My beloved My dear Malfurion. So, Shadow Visions. Wir wollen es eigentlich nicht am Anfang haben, weil wohl doch eventuell behalte das sogar, glaub mal. Ja, es kann schon helfen, wenn wir das haben. Wo wir wieder bei den Druiden sind, hä? Da kann ja was werden. Klarer Fall von Omega. Wart's ab. Eines Tages treffen wir wieder auf Omega und er wird wieder einen Druiden spielen. Das Opening-Gespräch von Malfur und Tyrande ist auch echt nett. So, ich habe jetzt hier rausgekommen auf den Us, weil wir gegen Hunter Droiden das sowieso immer spielen können. Normalerweise würde ich jetzt einen Tar Creeper spielen. Das Problem ist nur, der Tar Creeper tut mir schon fast ein bisschen leid. Vielleicht spiele ich jetzt doch lieber Thoughtsteel. Ja, ich denke, es ist okay. Wir können damit ein Tempo-Play aufbauen, das ist schon in Ordnung. Was hältst du eigentlich wirklich von Druiden? Das habe ich doch gesagt. Das Problem ist, wenn ich jetzt Thoughtsteel spiele und er tradet da rein, kann er das Board eröffnen mit 4 Mana und das will ich nicht. Gute Nacht, Charlie. Oh wow, da haut er rein, du. Macht natürlich Sinn, weil er da gleich wegtraden kann. Es sei denn, ich heil's hoch. Und ich glaube, das ist auch definitiv das bessere Play hier. Da haben wir jetzt hier nämlich schon ganz schön viel Schaden gemacht. Waldi! Vielen Dank für die zweite Folge. Hey, heute der zweite Monat schon. Und es werden noch viele weitere. Das hoffe ich doch sehr. Dankeschön, Waldi! Oh, Swipe Face. Nicht ganz. Zwei Mana traded, 4 Mana, das ist absolut worth. Und jetzt Looted Horde oder Silver Moon Guardian, vermutlich Card Draw. Mein! Oh, mein! Gadgets and Gazette always gets the scoop. Aber ich würde sagen, das silenzen wir. Das müssen wir auch silenzen, ansonsten kriegen wir das nämlich niemals weg. Und wir bereiten jetzt mal das erste Free from Ember vor. Your magic shall not save me. I don't have enough mana. Erste Free from Ember ist schon mal da. Das ist fast schon ein Problem. Brilliant. PogChamp! Die, Mage. Und non-free vom Ember. Los geht's. Von mir aus soll er Karten ziehen. Hauptsache der Bock Reaper ist weg. Ist ja der Hammer. Na, jetzt merke ich leider gerade, dass doch... Oh! Starfall ist ja übelst geil!
Starfall ist ja übelst geil. Brilliant. Boah, wird mir das auf den Sack gehen, wenn ich Druide wäre. Wow. Holy shit, ey. Nein! Scheiße, jetzt war ich zu greedy. Oh, jetzt war ich zu greedy. Fuck. Ah, wer kann denn ahnen, dass er Claw draftet, Mann? Oh, jetzt war ich zu greedy. Oh shit, das ist mein Ende. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Okay, ich muss ihm jetzt Gründe zu traden geben, ne? Oh, fuck. Oh nein, er stirbt. Oh, ich glaube, ich war zu greedy. Wenn der jetzt Windfury kriegt, habe ich ein Problem. Okay, das ist gut. Das kann ich ihn einfrieren nächste Runde. Das ist sehr gut. Okay, ich habe noch ein Free from Ember, dann drei Free from Embers gespielt. Ich hoffe, das wird reichen. Tyrann ist alte Girl next door. Okay, wenn er jetzt nicht noch einen Naturalize hat, dann... The land serves me. Dann haben wir eine Chance. Fucking hell. Okay. Erstmal gucken, was wir für eine Potion kriegen. Vielleicht ist es ja eine Fellfire Potion. Drink the power. Na? Ibims. Calling God. Ich wäre One of Lethal dann, ne? Nein, ich habe Lethal. Oh. Nein, nein, doch nicht. Nein, 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 nein. One of. War schon richtig. One off war schon richtig. Ja, das war geil. Das war geil. Damit habe ich gewonnen. Damit habe ich gewonnen. Der kann nichts mehr machen. Geilo. Easy win, indem wir jetzt Free from Ember into Charged Devisaur. Alter, die Fellfire Potion. Und dann noch the Charged Devisaur. The calling is real. Na kommt, also auf jeden Fall, dieses Fellfire-Ding war schon ziemlich insane. Wenn ihr vielleicht irgendeine Idee habt, wie wir vielleicht doch eine Calling-Rubrik nennen können, schreibt sie ruhig unten in die Kommentare. Ich bin da offen für alles und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken.